Innovationsnetzwerke OWL gibt es jetzt seit 2015. Und wer sich dahinter versteckt, das sind die Unternehmen von diesen netten Menschen hinter mir. Stellen Sie sich bitte einmal vor. Ja, zum Beispiel Energieimpuls OWL. Wir kümmern uns um das Thema intelligente Energie und erneuerbare Energien in der Region. OWL Maschinenbau, wir sind das Netzwerk der Maschinenbauer und Automatisierer und kümmern uns um die neuen Technologien und um Menschen. Innocent OWL, wir haben unsere Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Elektronik- und Softwareentwicklung und im Bereich Marketing 4.0. Mein Name ist Norbert Reichel, ich vertrete die Food Processing Initiative, Netzwerk der Lebensmittelverarbeiter, Ausrüsterindustrien und Forschungseinrichtungen. Bei uns geht es um natürlich innovative Lebensmittelprozesse. Und ein fünftes Unternehmen gibt es auch noch. Ja, das Zentrum für innovative Gesundheitswirtschaft. Die sind leider nicht hier, aber die kümmern sich, wie der Name sagt, schon um Innovationen im Gesundheitssystem. Es sind verschiedene Branchen. Wie haben Sie zusammengefunden? Also der Anfang liegt schon viele Jahre zurück. Ungefähr 10 haben wir eben rekonstruiert. Die Herren der frühen Stunden sind hier neben mir. Und vor ungefähr 3-4 Jahren sind wir dann noch enger zusammengerückt, weil wir einfach sehen, dass die Herausforderungen, die unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und überhaupt die Welt bewegen, dass wir die nicht mehr alleine lösen können. Da gibt es bestimmt auch konkrete Projekte, die Sie gerade verfolgen. Was sind das für Projekte? Ja, beispielsweise gibt es die neue Technologie VR, AR, also Augmented Reality, Virtual Reality, und das sind Dinge, die letztendlich unseren Mitgliedsunternehmen auf der Seele brennen. Wie kann ich diese Technologien anwenden? Was bedeutet das für mein Geschäftsmodell? Und wie kann ich letztendlich tatsächlich auch in die Umsetzung gehen, ganz praktisch? Und das sind Themen, die wir alle zusammen haben in unseren Branchen, wie man so etwas lösen kann und wie man das gerade für kleine und mittelständische Unternehmen angehen kann. Was steht denn bei Ihnen jetzt für die Zukunft an? Also wir sehen schon, im Moment arbeiten wir sehr intensiv am Thema Digitalisierung. Digitalisierung in den Verarbeitungsprozessen der Lebensmittelindustrie ist natürlich ein Thema, das ist für viele Unternehmen neu. Aber wir wollen natürlich darauf aufbauen, auch aus den Erfahrungen, die wir gewonnen haben, einen Schritt weitergehen. Das Thema Ressourceneffizienz oder der moderne Begriff der zirkulären Wertschöpfung. Und ne, das sind Themen, die wollen wir in Zukunft gemeinsam bewegen. Und gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil wir sagen, in welchem Umfeld können gerade mittelständische, kleinere Unternehmen innovativ sein, die selbst nicht die Ressource haben, um eine eigene Forschungsabteilung zu betreiben. Wie schaffen wir also Innovationsökosysteme im Zusammenspiel zwischen Industrie, zwischen anderen Stakeholdern, zwischen den Forschern, zwischen verschiedenen Unternehmen, damit die Unternehmen auch in Zukunft so erfolgreich agieren können? Sie sagen, offiziell gibt es das Innovationsnetzwerk OWL seit 3 Jahren. Vor 10 Jahren fing das Ganze eigentlich an. Wie ist denn bis jetzt so das Resümee? Was ist das Positive aus so einem Netzwerk? Ja, wie wir ja wissen, entstehen Innovationen an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen. Und das ist natürlich das Interessante. Wir bringen hier 600 Unternehmen zusammen, alle Netzwerke zusammen, mit sehr vielen verschiedenen Themen. Und wenn man das Thema Energie, intelligentes Energiesystem zum Beispiel nimmt, das ist nicht eine Sache der Ingenieure allein, sondern da brauchen wir die Krankenhäuser, brauchen wir die Maschinenbauer, da brauchen wir die Informatikerinnen und Informatiker. Und da merkt man schon, wie diese interdisziplinäre Arbeitsweise Kraft entfaltet. Aber wir haben noch eine neue Quelle entdeckt, das ist die Gesellschaft da draußen. Also die Nutzer, die unsere Technologien nutzen oder vielleicht manchmal auch nicht nutzen. Und die müssen wir unbedingt in die Prozesse einbinden. Interessante Themen, interessante Netzwerke. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen hier auf den Stand.